Ab 1924-25 werden Oppositionsparteien und Gewerkschaften verboten. Den höchsten Führer umgibt ein regelrechter Personenkult. Im Sommer 1926 vereitelt Kemal einen Attentatsversuch, der unter dem Namen Verschwörung von Smyrna bekannt geworden ist und der von einigen ehemaligen Jungtürken von Union und Fortschritt angezettelt worden war. Das war seine Revanche, denn er hatte die Jungtürken nie gemocht. Aber vielleicht ist es nicht ganz richtig, von Revanche zu sprechen. Denn ganz offenkundig hatten sie eine Verschwörung gegen ihn angezettelt, die darauf abzielte, ihn zu ermorden. Und manche von ihnen waren in dieses Mordkomplott verwickelt. Nur wenige standen hinter der Verschwörung. Sie wurde von zwei oder drei Leuten angezettelt, die über keinerlei gesellschaftliche Basis verfügten, die keine politische Strömung repräsentierten. Mustafa Kemal war so genial, diese Verschwörung zu nutzen, um das Bild einer von inneren, aber auch von äußeren Feinden bedrohten Türkei zu verbreiten. And when this the whole thing happened, a few others who could bei dieser Gelegenheit wurden einige andere Führungspersönlichkeiten der Unionisten eliminiert, von denen nicht bekannt ist, ob sie mit dem Attentatsversuch zu tun hatten. Damit war die Geschichte von Union und Fortschritt beendet. Die Verschwörung hat es Mustafa Kemal ermöglicht, sich als alleiniger Führer durchzusetzen. 1927 hält Kemal anlässlich des 4. Jahrestages der Republikgründung eine Rede, in der er mit Emphase sein eigenes Epos erzählt. Dieser Bericht, der unter der Bezeichnung Nutuk, dem türkischen Wort für Rede, in die Annalen einging, dauert 36 Stunden, verteilt auf mehrere Tage. Die berühmte Rede beginnt damit, dass er selbst im Mai 1919 ins Samsunanland geht und die Führung des anatolischen Widerstands übernimmt. Tatsächlich gibt es eine Angleichung der Geschichte, die er verkörpert, an seine eigene Geschichte. Der Nutuk ist in der Tat ein Einschnitt in der ersten Phase der türkischen Republik, denn er ist für Mustafa Kemal die Gelegenheit, die Ereignisse auf seine Weise niederzuschreiben oder besser umzuschreiben, natürlich um selbst gut dazustehen. Das führt jedoch vereinzelt dazu, dass er seine Rolle zulasten der anderen Unionisten überbewertet und damit die Geschichte zu seinen Gunsten umschreibt. Der Kemalismus sieht sich nicht mehr nur in der Kontinuität von Union und Fortschritt. Der Kemalismus sieht sich als eine eigene Bewegung mit einer eigenen historischen Bedeutung. Wie all seine Zeitgenossen in der Türkei und vielleicht auch anderswo, war Mustafa Kemal stark von der westlichen Welt beeinflusst. Diese war zu der Zeit das Ideal. So lebten die feinen Leute. Sein großes Streben war es, die türkische Gesellschaft auf dieses Niveau zu bringen. Das bedeutete in gewisser Weise, zu der Welt zu gehören, die die Welt regiert, zur modernen Gesellschaft zu gehören, auf dem Höhepunkt der Welle zu stehen. Er steht damit im Zusammenhang mit einer Debatte, die bereits am Ende des Osmanischen Reichs, deutlich vor 1908, begonnen hat, nämlich dem Projekt der Veränderung der Gesellschaft. Anders gesagt, nur die Veränderung von Gesellschaft und Kultur, der Zugang zur westlichen Kultur, die das Ende der asiatischen Dunkelheit bedeuten würde, würde der türkischen Nation das Überleben erlauben.
Zwischen 1924 und dem Beginn der 30er Jahre verwirklicht Kemal den Großteil seines Werkes. Die neue Gesetzgebung erschüttert den Alltag der Türken. Mit dem Risiko, in einer noch weitgehend ländlichen und von religiösen Werten geprägten Gesellschaft Traumata zu verursachen. Aber Kemal will schnell vorangehen. Er duldet es nicht, dass sein Programm in Frage gestellt werden könnte. Die Reformen werden daher im Eiltempo durchgesetzt. Nachdem die Republik gegründet und das Kalifat abgeschafft worden ist, leitet er nun all die großen Reformen ein, die darauf abzielen, die Religion nach einem Modell zu säkularisieren, das wir kennen. Es ist das laizistische Modell der Französischen Republik. Das Modell, in dem die Kirche nicht angefochten wird, wie bei Lenin und den Sowjets. Es ist keine atheistische Politik. Es ist eine Politik, in der die religiöse Institution, wenn der Islam denn so genannt werden kann, dem privaten Leben vorbehalten bleibt. 1924 stellt Kemal alle schulischen Einrichtungen unter die Kontrolle des Staates und schafft endgültig die religiösen Gerichte ab. 1925 reformiert er die Kleidervorschriften und schreibt das Tragen von Hüten vor. Gegen diese Anordnung, die darauf abzielt, den Fes und religiöse Kopfbedeckungen wie den Turban zu verbieten, gibt es Protest, was dazu führt, dass das Regime etwa 100 Widerspenstige hinrichten lässt. Noch heute ist der Fes offiziell verboten. Im selben Jahr verbietet Kemal die Bruderschaften, die das Leben zahlreicher Türken prägen, und ersetzt den muslimischen durch den noch heute verwendeten gregorianischen Kalender. 1926 lässt er ein bürgerliches Gesetzbuch verabschieden, das die Gleichheit von Mann und Frau bestimmt und die Polygamie abschafft. 3 Jahre zuvor hatte Kemal übrigens standesamtlich Latife geheiratet, entgegen den Sitten, die vorschreiben, dass die Hochzeit zuvor religiös gefeiert wird. Kemal und seine Gattin Latife lassen sich 1 Jahr nach ihrer Hochzeit scheiden, ohne Kinder bekommen zu haben. 1926 lässt er auch ein Strafrecht und ein Handelsrecht verabschieden, die sich ebenfalls auf das Vorbild der europäischen Gesetzbücher stützen. 1928 lässt er den Satz, der Islam ist die offizielle Staatsreligion, aus der Verfassung streichen. Keine Regierung hat diese Entscheidung seitdem zurückgenommen. Kein muslimisches Land ist seitdem so weit gegangen. Im selben Jahr lässt er das Freitagsgebet auf Türkisch sprechen. Ebenfalls 1928 lässt Kemal das arabische Alphabet durch das lateinische Alphabet ersetzen. Eine Expertenkommission empfiehlt die Durchführung dieser Reform binnen mehrerer Jahre. Kemal entscheidet, dass sie in mehreren Wochen oder gar nicht durchgeführt wird. Die Verwendung arabischer Buchstaben wird verboten und die Bücher werden im Sinne des Regimes neu geschrieben. Diese Maßnahme ist die radikalste und verstörendste für die türkische Gesellschaft. Sie bestätigt den Bruch mit der arabisch-muslimischen Welt, der bereits durch den Abgang Syriens, Palästinas und des Irak aus dem Staatsgebiet der neuen Türkei und durch die Abschaffung des Kalifats vollzogen wurde. There's something to be mentioned about the method. When the method is quick. Zu der Methode ist etwas anzumerken. Brutales Vorgehen führt zu einer traumatisierten Gesellschaft. Denn eine brutale Veränderung bewirkt Traumata. Es liegt nahe, gegen diese Brutalität und dieses diktatorische Vorgehen zu protestieren. Und mit dem Abstand, den wir heute zu den Ereignissen haben, erst recht. Wäre das Ergebnis bei einem sanfteren Vorgehen besser gewesen? Sicher ist auf jeden Fall, dass Mustafa Kemal versucht hat, den Rhythmus der Jahre durcheinander zu bringen und das, was nach Ansicht anderer Jahre dauern würde, in Monaten und Wochen durchzuführen. Kemal ist ein Erneuerer, aber er ist kein Demokrat. Auf diese Zweideutigkeit fußt nun die türkische Republik. Er duldet keinerlei Form von Widerspruch und verleiht seiner Herrschaft immer autoritärere Züge. Er gleicht sie den diktatorischen Modellen der Zeit an, auch wenn das Wesen der kemalistischen Herrschaft unter den Historikern umstritten ist.